Hallo, hallo, good morning. Ja, ich bin wieder zu Hause. Es ist so schön. Mein Zuhause ist wirklich schön. Und jedes Mal, wenn ich wieder zurückkomme, finde ich es noch schöner. Warum ist es so? Weil niemals die gleiche Person, die dieses Zuhause verlassen hat, wieder zurückkommt. Weil jedes Mal, wenn ich unterwegs war, ich ein Stückchen mehr die geworden bin, die ich wirklich bin. Weil ich ein Stückchen mehr gewachsen bin, weil ich ein Stückchen größer geworden bin. Und zwar größer als was? Größer als diese Bullshit-Stories, die mir in meine Hirn eingezapft worden sind, weil ich größer geworden bin als dieses, ich muss mich klein halten, ich muss auf andere Rücksicht nehmen, weil ich größer geworden bin in meinem Denken. Und das ist dieses Geile, wenn ich nach Hause komme und ein gewohntes Umfeld mit neuen Augen sehe. Es ist jedes Mal so wunderschön anders, wenn ich, diesmal war ich ja nur knapp eine Woche weg, wieder nach Hause komme. Und dieses Größerwerden und dieses Wachsen, das hat überhaupt nichts mit Größe zu tun, im Sinne von höher, weiter, schneller, besser. Nein, es geht nur um eins, wahrer zu werden. Weil es ist alles ja schon da. Es ist ja alles schon angelegt in seiner, ihrer, unserer perfekten Idee. Es liegt jetzt nur noch an uns, diese Wahrheit zu erkennen und dann zu leben. Und jedes Mal ist es der gleiche Prozess. Erkenntnis, das ist Schritt Nummer eins. Erkenntnis, Klarheit, Wahrheit. Und dann es umsetzen, auf die Erde zu bringen, auf den Boden zu bringen, in die Realität zu bringen. Das ist das, wo die meisten scheitern. Hier sind Menschen voll mit Erkenntnissen. Auch alle wunderbaren Ladies, die in mein Programm kommen, die Frau, die alles hat, die haben alles erkannt schon, alles gewusst schon. Sie wissen auch alles. Nur dieses Umsetzen, dieses in das Leben, den Lifestyle daraus zu kreieren, aus diesen Erkenntnissen, das ist nochmal so ein riesengroßer Schritt. Und da geht es nicht darum, dass du irgendwie an einem Punkt anfängst. Sagst, ja, ich will mehr Geld, ich will meinen Traumpartner, ich will mein Traumhaus, ich will mein Traumauto. Was wäre, wenn du alles auf die gleiche Art und Weise bekommst? Und was wäre, wenn alles eh schon auch da ist für dich? Was wäre, wenn es nur daran liegt, eben genau diese Wahrheit, diese Persönlichkeit in deinem Geschmack, in deiner Ausgestaltung, in deinem Gusto jetzt hier auf die Erde zu bringen. Das ist wie, wenn du dir erlaubst, neugeboren zu werden in der Wahrheit deines Seins. Neugeboren zu werden in der Fülle unseres Seins. Neugeboren zu werden in genau diesem Universum der unendlichen Möglichkeiten. Wie wäre das, wenn das für dich genauso wie für jeden anderen auch, egal wo er jetzt steht, egal wo sie jetzt steht, egal welche scheinbaren äußeren Umstände es unmöglich machen. Genau dann sind diese scheinbaren äußeren Umstände da, um dich so krass einzuschränken, um dich so krass klein zu machen, um dich so krass unglücklich zu machen, um dich so krass zu unterdrücken, dass du endlich anfängst, diese Ketten zu sprengen.
Und dazu muss es dir nicht so krass scheiße gehen. Dazu reicht es, wenn du ein latentes Unzufriedenheitsgefühl spürst. Dazu reicht es, wenn du latent das Gefühl hast, zum Beispiel, dein Partner ist nicht richtig, ist nicht gut genug, macht viel falsch. Wenn du latent das Gefühl hast, dein Job ist nicht das Richtige für dich oder da sollte doch mal sich was verändern. Es reicht schon, wenn du latent das Gefühl hast, dass dein Kontostand nicht dem entspricht, was du dir vorstellst. Es reicht schon einfach nur dieses kleine, kleine Gefühl, das dir sagt so, es kotzt mich an, es kotzt mich an. Das kotzt mich an, die Leute kotzen mich an, die Situation da draußen mit Carola kotzt mich an. Mein Job kotzt mich an, die ganze Welt kotzt mich an. Dann ist es ein Zeichen für dich, dass du aufgerufen bist, die zu sein, die eine, oder der zu sein natürlich auch, der eine geile Welt kreiert. Wenn es dich ankotzt, dann ist es dein Ruf, dann ist es dein Calling. Wenn es einfach nur so leise, auch nur so leise brodelt und du das Gefühl hast, ja, ich muss mich halt da vielleicht noch ein bisschen zurücknehmen. Ja, ich muss mich da vielleicht noch ein bisschen mehr anpassen. Das ist halt so. Nein, nein, nein. Es ist nicht so, dass du dich in diese Richtung verändern musst. In diese Richtung, wo du vielleicht noch ein bisschen besser werden musst. Wo du vielleicht noch ein bisschen mehr zufriedener werden musst. Oder was auch noch eine ganz geile Geschichte ist, die immer erzählt wird, du musst ein bisschen demütiger werden. Du musst dich mehr hingeben, du musst hingebungsvoller werden. Das ist ein guter Ratschlag mit dem Hingeben, sich hingeben. Aber wem oder was sich hingeben? Das wäre doch mal eine wichtige Antwort, die du bräuchtest, oder? Weil der Scheiße des Lebens, der Unterdrückung des Lebens, der Eingrenzung, der Einschränkung, der Unfreiheit des Lebens, dem musst du dich eben nicht hingeben. Sondern es geht darum, dass du dich etwas hingibst, was für dich die Wahrheit ist, was für dich gedacht ist, was für dich großartig ist, was dich begeistert, was dich erhebt, was dich zum Schweben bringt. Leute, es sind so viele falsche Lehren, Glaubenssätze, Überzeugungen hier unterwegs in aller Munde. Und das Leben ist aber nicht so, wie man es dir eingeredet hat. Du bist nicht der oder die, wo du glaubst, dass du das dein Leben lang bist. Du bist nicht der Offspring deiner Familie. Du bist nicht der oder die Tochter oder der Sohn oder der Enkelsohn. Du bist du. Und du bist perfekt. Du bist göttlich. Und wenn's keiner weiß, dann weiß es wenigstens du für dich, weil ich weiß es für dich. Und was heißt es, du bist göttlich? Was heißt das? Du bist ohne Grenzen. Du bist eine grenzenlose Schöpferpersönlichkeit. Alle Grenzen sind in deinem Kopf. Das kennst du ja, diesen Satz. Grenzen sind nur im Kopf. Das Geiste Limit. Bla, bla, bla. Und die allerwenigsten machen was damit, mit diesen Worten, mit diesen Sätzen. Die allerwenigsten setzen sich damit auseinander. Was heißt das für mich? Was heißt das? Ich bin, ja was denn? Ich bin göttlich, ich bin Schöpfer. Okay, bin ich jetzt. Aber was heißt das dann wirklich, wirklich, wirklich? Das heißt, dass ich alles erschaffe. Punkt. Wenn ich also alles erschaffe, warum erschaffe ich es dann nicht so, dass es richtig geil ist, dass es richtig, richtig geil ist?
Weil. Und was ist, wenn diese ganzen weil nur Ausreden oder Anreden oder Umreden sind, um dich wieder scheinbar dorthin zu bringen, dass du nicht Schöpfer bist? Weil wenn du Schöpfer bist, dann was willst du damit anfangen mit diesem ganzen Blabla? Es geht nicht, weil, es geht nicht, weil, es geht nicht, weil. Sondern es geht wirklich darum, dass du sagst, ja, es geht und ich bleibe so lange da, bis ich sehe, bis ich mit meinen 5 Sinnen wahrgenommen habe, dass ich es erschaffen habe. Ich weiß es. Ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass es keine Einschränkungen gibt. Ich weiß, dass ich durch meine Vorstellungskraft, durch mein Living in the End, durch mein ich bin reich, ich bin schön, ich bin geliebt, ich bin mächtig. Traust du dir das zu sagen? Ich bin mächtig? Ich bin mächtig, uiuiui, das ist aber ein bisschen überheblich. Ja? Oder ich will ganz, ganz reich sein. Du Egoist, es gibt doch noch so viel wichtigere Dinge auf dieser Welt. Ja? Mit all diesen Blablablas wirst du immer wieder abgelenkt von dem, was du wirklich bist und von dem, was du wirklich willst. Und diese ganze Blablabla-Scheiße, die kriegst du 24/7 serviert, wenn du sie haben möchtest. Es klingelt die ganze Zeit an deiner Tür, es klopft immer einer und fragt dich nicht wieder die ganze Zeit. Willst du nicht glauben, dass du ein kleines Würmchen bist? Willst du nicht glauben, dass du nicht mächtig bist? Willst du nicht glauben, dass du nicht gut genug bist? Ja? 24/7 läutet es. Blim, blim, blim. Und dann machst du die Tür auf und einer sagt, willst du nicht glauben, dass du nicht gut genug bist? Ah ja, okay, vielleicht hast du ja recht. So. Da brauchst du ein Standing, da brauchst du eine Sicherheit über das, was du wirklich bist. Da brauchst du vielleicht sogar eine gewisse Überheblichkeit, wenn es das Wort ist, weil du überhebst dich über den Bullshit. Du überhebst dich drüber über diesen ganzen Scheiß. Ja, aber du brauchst doch noch, du musst doch noch und hier solltest du noch und nix sollte ich. Ich sollte genau wissen, was ich haben will. Ich sollte genau wissen, wie es sich anfühlt. Ich sollte ins absolute kleinste Detail wissen, was es für mich bedeutet. Dazu habe ich den 6-Schritte-Prozess entwickelt, der einfach geil ist. Es ist genial. Es ist genau das, was du zu tun hast. Die ganze Zeit. Und wenn du mal als 6-Schritte-Prozess dein Denken schon alleine strukturiert hast, ohne dass du es aufschreiben musst, ohne dass du es immer wieder machen musst, sondern dass dein Denken selber im 6-Schritte-Prozess geht, wenn du einen Wunsch hast und du machst tak, 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 6-Schritte-Prozess, Ende, living in the end, alles klar. Und so denkst du den ganzen Tag. Und dann kommt einer wieder und klingelt so, dring, guck mal auf dein Bankkonto. Du bist nicht gut genug, du hast nicht genug Geld. Schau dir das doch mal an. Wenn du reich wärst, dann würde das anders aussehen. Kring, kring. Und du hast deinen 6-Schritte-Prozess gemacht, machst living in the end und sagst, netter Versuch, dring, dring, bis es das nächste Mal klingelt, ja? Dieses Standing, dieses Wissen, diese Klarheit über immer, egal wie tief du am Boden liegst und wenn es dir schlecht geht, wenn dein Körper rebelliert, wenn dein ganzes Umfeld rebelliert, wenn alles zusammenbricht und du dich erhebst, weil du weißt, dass sich die Scheiße einfach auflöst, dass der Kack zusammenbricht und dass es dir endlich gelungen ist, dich über diesen ganzen Bullshit, den du nicht mehr haben willst, zu erheben, dann ist es auch wirklich ein Tag zum Feiern. Dann ist es einfach der Tag, wo du wieder ein Stückchen größer geworden bist, größer als dein Bullshit, dich erhoben hast über den ganzen Mist. Und dieses Standing, dieses kleine bisschen Freche
Überhebliche, das darfst du dir erlauben. Weil was sollst du denn die ganze Zeit mit Bullshit diskutieren und die Liebe sein und einfach sagen, ja, ja, jetzt reden wir mal wieder ein bisschen Smalltalk und reden über die Kleinheit und die Problemheit und die Unterdrücktheit, die hier die ganze Zeit präsentiert wird aus allen Ecken und Enden. Kannst du machen, aber gleichzeitig kannst du deine Zeit auch besser investieren und zwar für dich und für ein geiles Leben. Und zwar ein geiles Leben, wenn du es geil hast, wenn du es geil siehst, wenn du es geil erfährst, wenn du es einfach nur bewertest, sagst, mein Leben ist geil. Geh mal raus und geh mit den Leuten sprechen und sag, mein Leben ist so geil. Ich habe so ein geiles Leben eingerichtet. Ich habe es richtig klasse. Ich bin so begeistert, jeden Tag wird mein Leben besser. Da hittest du nicht den Jackpot von der großen Masse. Da kriegst du nicht Applaus von denen, die gerade mal sich damit beschäftigen, wie klein und wie ohnmächtig sie sind. Das darf auch nicht deine Audienz sein. Deine Audienz sind die Menschen, die genau wissen, auf welchem Weg du bist, die genau wissen, wie geil es ist, was du jetzt hier gerade für dich machst, weil sie genau wissen, dass es dann für alle ist, dass sich die Energie irgendwann mal für auch die große Masse dreht. Aber wenn die Frauen oder die Männer, die das jetzt können, immer noch Angst haben, nicht genug geliebt zu werden, nicht genug Anerkennung zu bekommen, nicht genug Applaus zu bekommen von denen, die es eben nicht checken, wer sie wirklich sind, dann wird es halt noch lange dauern. Und deswegen bin ich hier, um dich permanent krass, widerwärtig, penetrant, ätzend daran zu erinnern, dass es an dir liegt. Es liegt an dir. Dein Leben liegt in deiner Hand. Deine Welt liegt in deiner Hand. Und wenn du weiterhin kleiner spielen möchtest, als es wirklich für dich gedacht ist, dann kannst du das ganz gerne machen. Aber dann wird dieses Gefühl, dieses oder diese Enge im Herzen, oder manche reden auch von diesem, oh, mein Solarplexus, oder dieser Druck in deinem Körper, der wird nicht aufhören. Du wirst dich immer noch so ein bisschen so fühlen. Und du kannst die geilsten Kleider anziehen, du kannst in die geilsten Hotels gehen, du kannst die geilsten Autos fahren, du kannst die geilste Wohnung haben, du kannst die geilsten Häuser haben. Und solange es dann noch so ein bisschen drückt, dann weißt du, dass du einfach hier noch glaubst, dass du irgendetwas bist, was die anderen auf dich projiziert haben. Das bist du nicht. Und dieser Druck, dieses Solarplexus, dieses Brennen oder was auch immer die Ladies auch haben und auch ich hatte, das geht weg. Das geht dann weg. Und ich weiß, ich darf darüber auch reden, vor allem über meine liebe Susi, meine wunderbare Mentorin. Immer wenn sie gegen ihre eigene Größe, gegen ihre Großartigkeit gearbeitet hat, hat's gedrückt. Hat's wehgetan, hat sie eingeengt. Ja? Der Körper will nicht, dass du denkst und so lebst. als wärst du eine kleine, unbedeutende Maus, weil dein göttlicher Mind, deine göttliche Wahrheit, deine Weisheit, Dr. Joe Dispenza nennt es Weisheit, dein weises Wissen, deine Wahrheit über das, was du wirklich bist, das macht sich bemerkbar. Das sind zwei konträre Energien in dir am Wirken. Und es geht erst weg, wenn du deine Ketten sprengst. Es geht erst weg, wenn du aufhörst, dich zu unterdrücken und dich klein machen zu lassen von dem ganzen Quatsch, den unsere Menschheitsgeschichte hier erzählt hat, schon seit Hunderten von Jahren. Und wenn jeder einzige Mensch da draußen wissen würde, wer er wirklich ist und was er wirklich erschafft und wie das Leben wirklich aus der göttlichen Perspektive heraus funktioniert, dann
gäbe es diese Story gar nicht, dann gäbe es diese Geschichten gar nicht, dann gäbe es das nicht. Und wenn das mit dir resoniert, mach dich irgendwie auf dem Weg. Und wir sind hier ganz, ganz krass unterwegs als Community. Und meine Mentorinnen, die marschieren sowas von. Und jede Einzelne, und ihr könnt nachschauen, auch im YouTube-Kanal, das sind unter den Adventsvorträgen, sind ihre Geschichten. Und jetzt stehen sie da und sie blühen weiter und sie blühen jedes Jahr neuer und sie blühen immer wieder schöner, weil sie angefangen haben zu blühen und nie wieder aufhören zu blühen. Und das ist auch für dich genau das, was gedacht ist. Und egal, ich meine, ich fühle mich richtig gut, aber ich weiß, dass ich sowas von klein spiele immer noch. So klein, aber jeden Tag ein bisschen größer und jeden Tag ein bisschen mehr. Und jeden Tag mache ich etwas anders und jeden Tag verändere ich etwas für mich und dann verändere ich es für alle. Und das ist nicht, weil ich hier Coachings anbiete und Mentorinnen unterstütze, ausbilde, sondern das ist, weil ich es für mich zuerst tue und dann teile. Und schau dir mein Video von gestern an. Tue es und teile. Das steht auch auf eine andere Art in der Bibel. Aber es geht genau darum. Tue die Sache und teile dann. Und das ist eigentlich das, was ich dir heute mitteilen will. Erlaube dir, in deine Größe reinzuwachsen. Immer ein bisschen mehr reinwachsen, damit dieses ganze menschliche Manifestierte, was wir hier als Ketten und Zwänge wahrnehmen, ein bisschen eine Zeit hat, sich auch mit dir auszudehnen. Sonst kommt es dir unwirklich vor. Dein Verstand hat die geilsten Geschichten für dich parat. Nur du entscheidest jedes Mal, ob du es glauben willst. Also mach dich auf den Weg. Die Türen sind offen, die Frau, die alles hat. Mein 1:1 Mentoring werde ich heute im Laufe des Tages runternehmen, weil ich mache was anderes, was Größeres. Eben, logisch, ja. I walk my talk. Aber die Frau, die alles hat, mit einer wunderbaren Mentorinnenbegleitung im Moment, ist in dieser Form für dich noch zur Verfügung. Aber denk dran, wir wachsen. Und es kann nicht sein, dass wenn wir wachsen, dass unsere Preise nicht auch wachsen. Und in dem Moment, wo du das verstehst, dass du dich da reinsetzen kannst und hier einen Turbo-Wachstumsschub mitbekommen für dich. Wenn du das verstehst, dann siehst du, wie schnell das gehen kann, wenn du bereit bist. Aber du brauchst wirklich ein Standing, wo du sagst, ich stehe für nichts anderes mehr zur Verfügung, als dass ich mich erhebe in mein wahres Sein. Und alles andere ist Bullshit. Mach ich nicht mehr, mach ich nicht mehr mit. Und wenn du noch von diesen in Bullshit Glaubenssätzen und Überzeugungen sich suhlenden Menschen, wenn du dort die Anerkennung suchst, dann geht's nicht weiter. Davon musst du dich kurz lösen und wissen, dass die Menschen, die dir wirklich wichtig sind und am Herzen liegen, dass die dir folgen werden, weil du es dir so kreierst und manifestierst. Aber zuerst musst du vorgehen. Es geht nicht. Es hat noch keiner von hinten geführt. Du führst, indem du vorwärts gehst. Du gehst voran. Und da ist es ab und zu mal ein bisschen scheinbar einsam. So, fertig. Also, bis dann. Tschüssi.